Hallo, hier ist wieder euer Weehawk LP. Herzlich willkommen zurück zu Chaos auf Deponia. Im letzten Part, beziehungsweise jetzt ja immer noch, sind wir auf Porta Fisco gelandet. Wir befinden uns immer noch dort. Wir haben, ja, einen netten jungen Mann kennengelernt. Goon. Er kommt mir irgendwie bekannt vor. Er kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, mir auch. Nein, wir wissen ja, der gute alte Gronkh hat hier den lieben Goon synchronisiert, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Ja. Aber es gibt ja noch mehr Charaktere hier und die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Komm rein, Rufus. Ich habe dich erwartet. Sehr gut. Mein Ruf eilt mir voraus. Aber nicht doch. Die Kristallkugel hat mir deine Ankunft verraten. Und sie weiß sogar, wie ich heiße. Tatsächlich hast du im Vorzelt deinen Namen gesummt. Aber egal, du bist spät dran, Rufus. Ich wurde aufgehalten. Ja, das habe ich ebenfalls vorhergesehen. Was genau genommen keinen Sinn ergibt. Und noch was. Dass du mir die Bananen klauen wirst, werde ich dir sehr übel nehmen. Oh, okay. Werde ich das? Wirst du wohl recht haben. Bist du so eine Art Hellseher? Ich verfüge über das dritte Auge. Ja, aber ich praktiziere nicht mehr. Dann habe ich den Kaffeesatz im Vorraum vollkommen umsonst auf den Teppich geschüttet. Tja, die Zeiten haben sich geändert. Wenn man heutzutage nicht auf einem Scheiterhaufen enden will, tut man gut daran, düstere Vorahnung für sich zu behalten. Darum habe ich auf Partnerberatung umgesattelt. Bitte was? Du hast vorhergesehen, dass du schlechte Zeiten vorhersehen wirst und hast deshalb die Wahrsagerei aufgegeben? Aber nicht doch. Ich habe meinen Job rechtzeitig an den Nagel gehängt. Entsprechend werde ich auch niemals schlechte Zeit vorhersehen. Und was nicht passieren wird, kann man nicht vorhersehen. Ich habe allerdings vorhergesehen, dass ich aus diesem Grunde meinen Job an den Nagel hängen werde. Irgendwie wünsche ich mich gerade zu Docs Zeitanomalien zurück. Allerdings. Du machst jetzt Partnerberatungen? Ja, aus irgendeinem Grund sind die Leute empfänglicher für schlechte Neuigkeiten, wenn es um ihre Beziehung geht. Echt? Kannst du die Lottozahlen vorhersagen? Ich könnte. Ach komm schon, verrat mir die Lottozahlen. Nein. Aber ich brauche Geld. Geld! Wird es mir gelingen, die Welt zu retten? Die Zukunft ist noch nicht geschrieben, Rufus. Außer in meinem Tagebuch natürlich. Ich habe nächsten Monat viel zu tun, da habe ich schon mal etwas vorgearbeitet. Ist mir doch egal, ich will Geld. Warum wohnst du in einem Zelt? Meine Kunden erwarten ein mystisches Ambiente. Außerdem ist es praktisch. Im Falle einer Katastrophe kann ich all mein Hab und Gut innerhalb von Minuten zusammenpacken. Was für eine Katastrophe? Ups, das Gewirk der Zeit ist in ständiger Bewegung. Ein Schleier liegt über der Zukunft. Ungewissheit spielt nackt auf seinen Bongos. Es gibt kein Benzin für Satinavs Kettensäge. Hey, nun lenk mal nicht ab. Was für eine Katastrophe. Ach, verdammt. Ich will deine Bananen nicht. Ich will dein Geld. Du wirst sie mir trotzdem stehlen, glaub mir. Ich will aber dein Geld, nicht deine Bananen. Ich will deine Bananen wirklich nicht. Langweilig. Füg dich dem Unausweichlichen und nimm die Bananen. Es sind leckere, saftige Bananen. Ich will dich nicht länger stören. Ich habe es anders gesehen. Ah, na gut. Ah, es ist soweit. Der Zeitpunkt des großen Bananendiebstahls ist gekommen, wie vorhergesehen. Du unterschätzt mich. Ich kann dagegen ankämpfen. Ich könnte dagegen ankämpfen. Na los, füge dich deinem Schicksal. Nein, niemals. Komm schon, du kannst dich nicht dagegen wehren, Rufus. Na los, nimm sie, greif zu. Nein. Gut so, ergib dich deinem Schicksal. Ach verdammt, Rufus.
Ich hätte sie auch liegen lassen können. Aber mit einer Banane in der Hand ist es viel leichter, dem Schicksal einen Streich zu spielen. Oder wahlweise unachtsamen Kanalarbeitern. Das steht schon in der Bibel. Ja, genau. Was haben wir denn hier? Ach, wir sind nur wieder zurück auf dem Kai. Okay. Mit denen können wir nicht reden. Ist Gronk, ich meine Goon, der Einzige, mit dem wir hier reden können? Außer Goal natürlich noch. Na schön, wenn das so ist. Gehen wir mal hier hoch. Ach du liebe Zeit. Ich habe für einen kurzen Moment gedacht, das wäre Argus, aber das ist einfach nur ein Zollbeamter. Der Organon hat offenbar die ganze Stadt abgeriegelt. Ich würde das ja als Herausforderung werten. Leider habe ich im Moment andere Sorgen. Glück gehabt, Organon. Ja. Diese Reifen sind kaputt und langweilig. Wenn sie wenigstens brennen würden. Das war mir so klar. Das war mir so klar. Als ich die Reifen gesehen habe, war mir schon klar, irgendwie, die werden irgendwann brennen. Das werden sie bestimmt irgendwann. Irgendwo da hinten liegt das letzte Hochboot nach Elysium vor Anker. Okay. Wenn das so ist. So, haben wir hier noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Brennendes Fass, Gold, Goon, Kutter. Vielleicht können wir mit Gold nochmal reden. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Mir ist langweilig. Ja, genau. Darauf wollte ich nämlich hinaus, dass wir eine kleine Partnerberatung machen. Kommst du mit zum Wahrsager? Er wohnt in dem Zelt da oben. Ein Wahrsager? Boah, nee, lass mal. Warum sollte ich mir von einem dahergelaufenen Möchtegern sagen lassen, wohin die Reise geht? Ich glaube ja auch nicht an sowas, aber... Ich meinte eigentlich dich. Oh. Kommst du mit zum Wahrsager? Er wohnt in dem Zelt... Ein Wahrsager? Warum... Ich glaube... Ich meinte... Oh. Ah, Mann. Weiter geht's. Ich hoffe, du weißt. Gut, sie will nicht da rein. Was soll's? Wenn du unsere Beziehung nicht auf Vordermann bringen willst, dann eben nicht. So. Aber was machen wir jetzt? Was haben wir denn jetzt? Wir haben einen kaputten Sender. Wir haben einen Schlauch. Wir haben Eis. Und wir haben einen Stromumkehrer sowie Bananen. Nicht gerade eine tolle Ausbeute, aber ich will mal was probieren. Wir gehen nochmal auf Isla Obacht. So. Und gucken uns nochmal den Dieselgenerator hier an. Hier gibt's einen Tank für Dieselöl. Autsch! Solange der Generator läuft, ist er zu heiß, um daran rumzubasteln. Ich muss ihn irgendwie außer Gefecht setzen. Okay. Was haben wir denn da? Wir haben Eis... Die würden nur schmelzen. Ich frage mich eh, warum die so lange halten. Das frage ich mich auch. Bananen? Das ist nicht der Auspuff. Ja, schon, aber... Damit sollte ich mir etwas vom Diesel abzapfen können. Autsch! Solange der Generator... Ich muss ihn... Ha, okay. Aber zumindest können wir den Schlauch später schon mal benutzen. Aber was mache ich? Hier gibt's einen Tank für... Autsch! Solange ich muss... Ich muss den erst außer Gefecht setzen, wie der liebe Rufus sagt. Okay. Was haben wir denn hier? Aus dem Hahn kommt nur öliges Wasser. Na super. Okay. Was sagt man dazu? Jetzt kann ich endlich meine Füße waschen. Oder meine Zähne putzen. Oder die Blumen gießen, die ich dem Waisenhaus spenden wollte. Als ob... Das war mir so klar. Gut, wir haben einen Stromumkehrer, aber sonst... Das ist auch so schon cool genug. Dachte ich mir. Wie wär's mit Bananen? Ich muss meine Sachen nicht waschen. Ich will ja einen Tab oder wofür. War mir eigentlich auch klar. Aber was machen wir jetzt? Was haben wir denn hier noch? Ein Klopfzeichenzettel, ja. Gut. Das muss ich mal kurz überlegen. Na, dann
helfen wollen. Nein, 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 nein. Ach, Rufus, nein, 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 nein. Rufus. Naja, was soll's. Aua. Kannst du laut sagen. Na gut. Was sonst ist hier? Auspuff. Okay. Alles klar. Man muss sich nur mal alle Hotspots anzeigen lassen und schon sieht man's. Aha! Der gute alte Banane im Auspufftrick. Ja, wir kennen ihn. Hier gibt's einen Tank für Dieselöl, aber ohne Hilfsmittel bekomme ich es da nicht raus. Aber da haben wir glücklicherweise schon ein Hilfsmittel. Jetzt läuft's, Leute. Jetzt läuft's. Haha. Oh Mann. Damit sollte ich mir etwas vom Diesel abzapfen können. Lecker. Und jetzt sollte ich mich beeilen, ein adäquates Gefäß zu finden. Es läuft ja schon alles ins Meer. Ein adäquates Gefäß? Das haben wir aber nicht gewettet. Ich habe kein adäquates Gefäß. Außer die Pumpe. Aber. Ja, bringt ja alles nichts hier. Wir haben ja. Nicht mal einen Eimer oder sonst was. Naja, gut, was soll's. Ach, stimmt, es läuft jetzt alles ins Meer hier. Hier gibt's einen Tank, aber ohne. Das muss jemand. Ich kann mich ja schließlich nicht um alles kümmern. Das ist richtig. Jetzt läuft das Dieselöl wieder ins Meer. So dumm, dass der Generator nicht mehr läuft, um die Pumpe anzutreiben. Ah. Ich verstehe. Gut. Da helfen auch keine genialen Modifikationen mehr. Irgendwer hat den Auspuff verstopft. Ich verstehe. Nein, ich verstehe doch nicht. Der kann die Banane natürlich nicht wieder rausnehmen. Okay. Gut. Warum benutzen wir eigentlich den Stromumkehrer nicht mal beim Sender? Ich brauche Docs Hilfe nicht, um dieses Ding zu reparieren. Andererseits kann er ruhig auch mal einen Beitrag leisten. Okay. Das sehe ich eigentlich ganz genauso, Rufus. Hier gibt's einen Tank, aber ohne Hilfsmittel bekomme ich es da nicht raus. Das muss jemand. Ich kann mich. Okay. Gut. Jetzt muss ich überlegen. Wir fahren nochmal nach Portafisco. Und bieten Gun mal Bananen an. Warum nicht? Er hat ja bestimmt Hunger. Du siehst hungrig aus. Ah, bin ich auch. Du hast nicht zufällig was Essbares dabei? Nichts Passendes, nein. Aber ist mir auch egal, was es ist. Ich könnte gerade alles essen. Falsch. Wie jetzt falsch? Du kannst eben nicht alles essen. Penner essen Schuhe. Was? Na, Schuhe, das weiß doch jeder. Anfänger. Oh nein, jetzt sag nicht, dass es darauf hinausläuft, dass wir ihm einen Schuh zum Essen... Ach nee, ach Rufus, was bist du denn für einer? Warum sind wir eigentlich nicht mal hier reingegangen bisher? Ich bin ja auch mal... Man muss sich echt alles anschauen. Das ist, ich übersehe so leicht irgendwelche Dinger. Alte Antriebsturbine, Klappe. Und schon geht die lustige Kombination Show weiter. Genau. Passt. Perfekt. Bitte? Nochmal? Lustiges Geräusch. Auf jeden Fall. Na schön. Was haben wir hier? Ja? Ich bin's, Rufus. Bist du nicht. Wenn du Rufus wärst, wüsstest du das geheime Klopfzeichen. Weiß ich ja auch. Und es beginnt mit einem D, richtig? Ha, viel Glück. Was?
das jetzt? Was? Ach nein, jetzt müssen wir selbst das Klopfzeichen machen. Was? Fallen. Aber verdammt. Oh, okay. Ich verstehe. Nee, das verlassen wir erstmal. Gut. Okay. Wir haben jetzt ohnehin 15,5 Minuten. Wir haben jetzt wieder ein paar neue Ansätze, wo ich dann im nächsten Part mich mal weiter drum kümmern kann. Und insofern lassen wir es ab dieser Stelle mal gut sein. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Weehawk LP.